Es sind Objekte aus Holz, aus seltenem Holz, die er herstellt. Zu einem Thema, das mit jedem Tag dringender wird. Das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Hier in Kiel betreibt der freischaffende Künstler Markus Meyer ein Atelier. Sein letztes Projekt trägt den Titel »Die Letzten ihrer Art«. Ich möchte Menschen sensibilisieren. Ich möchte Menschen für das Thema Umweltschutz, für das Thema Menschenschutz sensibilisieren, sie emotional mit auf den Weg nehmen. Es ist nur ein Anfang. Das ganze Projekt ist ein Anfang. Ich möchte gerne ein größeres Publikum finden und an diesen Objekten Menschen zusammenführen, die Wege aufzeigen, wie wir im Kleinen, aber in der Menge die Welt verändern können. Das ist das Thema. Von rund 86.000 untersuchten Arten im Jahr 2016 sind knapp 24.300 Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Tierfiguren stellt Markus Meyer schon seit Anfang der 90er Jahre her. Doch auf die Idee, Skulpturen bedrohter Tierarten zu erstellen, ist er erst in letzter Zeit gekommen. Ich bin darauf gekommen, weil ich schon früh angefangen habe, Kunstwerke, die für mich nicht funktioniert haben, zu zerstören oder zu verändern. Und es lag dann relativ nahe, das an diesen Tieren zu vollziehen. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich dieses Projekt, die Letzten ihrer Art, ins Leben gerufen habe. Und jetzt habe ich eben 15, 20 Objekte, die das auch dokumentieren. Zurzeit ist die Ausstellung Die Letzten ihrer Art noch im Universitätsklinikum Kiel zu sehen. Für die Zukunft sucht Markus Meyer noch nach einem festen Ort, der seine Skulpturen bedrohter Tierarten auf Dauer der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte.